Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Sacrifice of the Vaal. Ja, keine Angst, das ist nicht der Let's Player Charakter. Ich habe den einfach mal angetestet, ein bisschen. Und ich sag euch, der macht extrem viel Spaß. Also ich hatte wahr gehabt, dass er richtig cool und auch noch cooler wird. Ich habe jetzt einfach mal so gescaled, wie ich gesagt habe. Plus hier noch die Resistenzen, die sind vor allem am Anfang noch sehr wichtig. Ja, später dann auch sehr wichtig, aber dann hat man noch Auren und so. Also, wir machen eben einen Elementar-Wander. Also einen Elementar-Zauberstabkämpfer. Und das Wichtigste momentan ist am Anfang noch diese vier Pünktchen hier. Das sind vor allem die Mana-Ding, dass wir immer genug Mana haben, weil es frisst extrem viel Mana und ihr seht, es ist extrem schnell. Und das sind jetzt vier Schüsse. Am Anfang hat man drei Schüsse mit Barrage. Drei Schüsse, vier Schüsse, fünf Schüsse, ich weiß nicht, wie weit es geht, aber was denkt ihr? Das ist schneller als ein Maschinengewehr. Das ist doch richtig geil, also es wird richtig viel Spaß machen. Und ab Level 19 haben wir dann noch drei Schüsse auf einmal, sondern einen Schuss. Und das viermal ganz schnell hintereinander, das ist schon geil. Dann kommt noch Chain, dass wir dann noch, dass die Schüsse dann, alle Schüsse, die treffen, gehen dann auf andere Gegner und euch über wie ein Kettenblitz. Und das ist richtig geil. Also wirklich high-end cool. Ich habe jetzt mal eine Aura, die uns Mana Regenerationsrate bringt, also die Clarity Aura. Und die Rough Aura, die gibt uns Blitzschaden. Sie konvertiert, glaube ich, auch noch. Nein, sie konvertiert nicht. Das ist nur die die Aura mit dem Cold. Genau. So, ich suche kurz hier noch das Portal, um dann zum anderen Charakter wechseln zu können. Also, ich will das Portal noch kurz holen. Ja, mir persönlich geht es momentan sehr gut. Ich habe wirklich fast keine Probleme mehr mit Diabetes und ich mache sehr viel Sport momentan. Also es ist, geht mir richtig prima. Das heißt, es wird auch viel besser jetzt auf meinem Kanal. Meine Videos werden eine höhere Qualität haben. Und ich werde mehr wieder hochladen. Also, ihr profitiert sehr. Und ja. Und wenn ich dann wieder mehr Geld verdiene, könnt ihr auch viel mehr Games auf meinem Kanal sehen. Vor allem neuere Games. Und ja. Also, Daumen hoch bitte für diese Ankündigung. Nein. Also ihr müsst jetzt nicht Daumen hoch geben, aber bitte gebt mir einen Daumen hoch, wäre nett. Und ja. Und da ich jetzt auch viel mehr Let's Play Together mache, wird es hoffentlich auch andere Leute noch anlocken. Und ja, wenn ihr Verbesserungswünsche habt, nur gerne her mit dem. Am besten ins Forum, wo ich habe, schreiben. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder etwas wissen wollt, dann könnt ihr mir das gerne jederzeit fragen. Ich werde alles beantworten, auch wenn ich es nicht beantworten kann. Aber ja, ich will einfach der Community treu bleiben. Ich will sie nicht durch meine Bekanntheit dann, ja, so dass es weniger wird. Also, ich denke, wir gehen zuerst hier zu diesen Knoten. Die sind ab jetzt nur für unseren Ding mit den Items, mit den guten Items für diesen Charakter. Weil ich schon viel Mana auf Gain und Kill habe und da nicht mehr brauche. Ja, ich habe zwei Zauberstäbe. Wichtig ist vor allem am Anfang hat den Elementar Damage hier 2 bis 25 Lightning Damage und hier 1 bis 10, also sehr wichtig. Sogar noch Life Leech hat es drauf. Richtig, genau.
Wow, gibt einen neuen Effekt. Okay. 2% mehr physischer Schaden wird geleicht, also abgesaugt vom Gegner. Cool. So, Power Symptom wollte ich noch zeigen. Das ist der Angriff, der dann gegen die Bosse und stärke Gegner sind. Das ist ein Einzelangriff. Und die Gegner lösen sich so eigentlich auf und aber man kommt Power Charge, also man wird stärker, also richtig genial. Ja, das sind eben die Charges, die Ladungen. Aber wir nehmen dann Frenzy, das ist viel stärker. Und ja, Spell Damage brauchen wir nicht, also. Wir nutzen einfach Power Symphon zum, ja, gegen Bosse. Und dann noch Baracke zusammen, damit wir dann noch ein bisschen Ding bekommen, Life Leech oder so wegen der schnellen Angriffsgeschwindigkeit. Ja. Also, wir gehen zurück zum anderen Charakter. Den haben wir bis zu den Tiefen gespielt und jetzt müssen wir durch die Tiefen nach oben zu den Klippen. Wo ist der? Da. Level 7. So, schauen wir hier kurz mal rein. Aha, wir haben hier ein paar Sachen. Oh, das ist gut. Ja, das kann ich gebrauchen. So. Ja, das ist natürlich schwächer. Okay, 1 bis 4 Spell Damage. Fire Damage. Okay, dann machen wir lieber den Ding runter. Machen wir 2. Es ist einfach besser. Vor allem, wenn wir noch ohne Barrage angreifen. Oder Baracke. Auf Deutsch. Oh, Fraps hat wieder Probleme. Keine Ahnung, wieso. Komm schon. Hallo, Fraps. Machen wir kurz. Irgendwie checkt manchmal dieses Fraps nicht, was denn das Problem ist. Da ist immer noch nichts drin. Wir legen einfach mal diesen Ding rein. Okay, ja, da gehen wir weiter. Wir haben ja die Falle, die Feuerbrandschaden macht. Und hoffentlich kommen wir mit dem ein bisschen vorwärts. Aber wir haben ja gesehen letztes Mal, es war recht stark. Und hier haben wir eine Cavity gefunden. Eine Concalated Cavity. Die hat minus 21 Maximum Player Resistance. Ist jetzt nicht so schlimm momentan noch. 34% Increased Monster Life. Das ist mehr schlimm. Und Area Yields 42% more Items. Das ist droppen 42% mehr Items. Gegner, das ist gut. Also, ich weiß jetzt nicht, was Corrupted heißt, aber wahrscheinlich einfach, dass diese Höhle von diesem Wahlzeugs korrumpiert wurde und dadurch ja, ein bisschen stärker und so Sachen sind. Das ist jetzt einfach eine zufällige Höhle, die kommt einfach zufällig und am Schluss gibt es einen Schatz. Aber bitte ohne Ruckler, ich muss mich konzentrieren, die sind nämlich recht schwer. Für den Anfang. Ja, toll, die verlieren fast kein Leben. Aber ja, so schwer ist es jetzt auch nicht. Muss nur schauen, dass Ding die nicht so Probleme macht. Ah, das ist eine fliegende Kreatur und es laggt. Mist. Dann ist ein Fall, ah doch, jetzt beim Stillstehen triggert die Falle doch noch, weil sie dann am Boden gelangen. Und ich habe so extreme Ruckler. Es nervt einfach, Fraps. I kill you. Und gute Musik hier unten.
Ich habe die Musik wieder angemacht. Ja. Ach komm, ich kann so nicht spielen und aufnehmen. Also spielen könnte ich schon, aber ich kann da nicht aufnehmen, wenn Web so viele Probleme macht. Immer diese Probleme mit diesen Programmen, oh Gott. Hat er erst Probleme mit dem Antivirus und mit dem Systemcleaner. Oh je, jetzt dem Fraps. Okay, wir haben 12% mehr Leben, jetzt haben wir 178. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wir vorher hatten. Das könnte ja ausrechnen, 8% weniger. Sehr gut im Rechnen. Besser als ich. So, und hier ist der Boss. Aber den schaffen wir. Hat viel Leben. Wir bräuchten einfach mehr Lebenstränke. Ach, du nervst. Okay, das war wahrscheinlich ein kritischer. You are dead. Okay. Probieren wir es nochmal. Wenn ich es für können. Ich weiß nicht, ob jetzt der Weg versperrt ist, aber ich glaube nicht. Nein, scheinbar nicht. Probieren wir einfach nochmal. Also, bei Puff of Exile ist tot nichts Schlimmes. Außer dann in den hohen Schwierigkeitsgraden, aber dann steht man auch nicht mehr so leicht. Ach komm, bitte, Fraps. I'm lucky. I'm so lucky. Ich bin Fraps. Ich hasse dich. Ihr werdet im Livestream sehen dann. Es wird nicht laggen. Also nur der Livestream wird laggen, aber bei mir wird es nicht laggen. Okay, hat sich wieder gefangen. Ich habe 60, durchgehend 60 FPS mit Fraps Aufnahme. Aber es geht immer wieder runter. Das nervt. Du nervst. Okay, eine Taktik habe ich. Ich muss einfach aufpassen. Ah, das ist noch der Frenzy. Der macht dann natürlich extra Damage. Aber gleich ist er tot. Und Arc benutzt er leider auch noch. Ah, das ist jetzt weniger schlimm. Diese Attacke, gibt es sie jetzt? Nein, ich glaube nicht. Es gibt nicht neue Attacken, oder? Es gibt nur die Corrupted Gems. Die habe ich zwei gefunden. Die haben extrem coole Effekte. So. Und wir haben einen gelben Zauberstab. Cool. Hier könnt ihr ein paar Sachen über dieses Pfahlzeugs lesen. Ja, schon fertig. Und hier haben wir den ersten Wahlgem. Also ein Corrupted Gem. Ah, er friest alle Gegner immer. Also der normale hat einfach eine Chance zu friesen. Und der friest immer. Cool. Wenn ich jetzt den einsetze, kann ich nicht, aber jetzt den gleich. Wenn ich jetzt den einsetze. Cool.